So, da sind wir dann auch wieder zurück bei The Witch's House in dem sagenumwoben hässlichen Hexenhäuslein. So hässlich ist es eigentlich gar nicht, aber sehr, sehr creepy. Dann speichern wir zum 5000. Mal und probieren jetzt endlich mal die neuen Schüchen da oben aus. Und ich hoffe, der Schädel kommt mir jetzt nicht schon wieder entgegen, weil das wäre ziemlich lame. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen. Ich laufe hier durch hässliche Pampe, da ist ein totes Mädchen, das aussieht wie wir, was mich überhaupt nicht irgendwie... Gott, deswegen, wir sind gleich tot, wir sind gleich tot, wir sind gleich tot, wir sind direkt vor der Tür gestorben. Ich hätte mich halt nicht umdrehen dürfen. Okay, auf geht's. Tschu. So, lauf, 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 Mädel, lauf, 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 Forest. Lauf, Forest, lauf. Yippie, laufen wir einfach drüber. Über uns selber. Mit dem einzigen Unterschied, die ist tot, wir nicht. Und die gläsernen Schuhe sind kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn wir ohne die gelaufen wären. Hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen. Naja. Yo! Was denkst du, was ein Freund ist? Oder was es bedeutet, ein Freund zu sein? Oder ein... Nee, Support ist ja unterstützen. Ein Freund zu unterstützen. Hexentagebuch. Ich habe sie nicht getötet. Wow! Unsere Hexe macht Fortschritte! Weil sie mich vor meiner Krankheit gerettet hat. So machte ich sie zu meiner Freundin. Weil wir sind ja Mädchen. Gut, wie geht's weiter? Top left, top right, bottom left, bottom right. Hä? Top left? Hoch rechts, unten links, unten rechts. Keine Ahnung. Verstehe sie. Die Blumen geben mir auch keinen Aufschluss, oder? Nee, ich glaube, die sind völlig random. Überall Rosen. Gut, wie geht's denn jetzt weiter? Ich habe heute mir irgendwie... Ach so, jetzt ist der Giftkram weg, okay. Was machen wir hier? Da ist nichts drin. Was ist denn das? Eine kopflose Puppe. Oh komm, ich bin creepierere, also ich bin schlimmere Sachen von diesem Spiel gewohnt. Als ein paar Kakerlaken. Ich habe jetzt eine große Klappe, wahrscheinlich kommt wieder gleich dicker Schädel um die Ecke. Aber ich kann rennen, das, Ja, und nun? Haben wir hier noch irgendwo einen Hinweis auf dieses Rätsel da oben mit dem Code? Weil ansonsten bin ich jetzt ziemlich aufgeschmissen. Nee. Ich bin mal interessiert. Die Katze müsste jetzt nämlich hier verschwunden sein. Ja, ist er auch. Gut. So, dann rennen wir schnell wieder hoch. Da, 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 miau, miau. Da, 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 da. Ich hab's voll drauf. Ich kann so rennen. Ganz schnell. Hoch. Und gegen die Wand laufen. So, wie machen wir das nur? Also wir wissen jetzt irgendwie, wir sind hier zum Spielen gekommen, die Hexe hat uns nicht getötet, weil wir leben ja noch. Aber wenn das hier der Freundschaftsdienst ist, dass wir hier die ganze Zeit so irgendwelche Horrorszenarien haben. Hoch und links. Wäre so geil gewesen, wenn man jetzt hier diese Pfeile nachmacht und dann auf einmal eine Nummer hat. Das sind open. Bottom left time 666, what? 6... Bottom right minus top left. Aha! So, pass auf. Wir haben's gleich. Ich hol mal wieder einen Zettel hier. Bottom left, also unten links. Links ist 666. Bottom left times 666. Oh! Was für ein Zufall, Zahl des Biestes. So, dann haben wir... Also... Oben rechts war jetzt das Ding für unten links. Das ergibt keinen Sinn. Jetzt haben wir... Oder nee, stimmt doch. Top ist oben, bottom unten. Also jetzt muss ich mir das auch merken. Also schreibe ich mir jetzt mal auf. Unten rechts haben wir die 6. Wer hätte es gedacht? Steht hier noch was? Ach so, gut. Dann... Unten rechts minus oben links.
Moment, das geht doch gar nicht. So, pass auf. Ich brauche mal ein größeres Blatt. Mensch, das passt doch hier gar nicht alles drauf. Also, gucken wir jetzt mal. UL ist gleich bottom right, also unten rechts minus oben links, abgekürzt mit UL. Ich hoffe, ich komme damit klar. So, dann haben wir hier unten rechts ist gleich 6. Oh Gott, Mathematik, ich hasse Mathe. So, also oben rechts ist gleich unten links times 666. Times, was heißt denn das? Zeiten? Mal, keine Ahnung. Machen wir einfach mal times 666. Also, ich schreibe jetzt einfach mal 666 dahinter. Und was haben wir hier? Und oben links ist gleich unten rechts plus oben rechts. Ich komme hier nicht klar. Und das soll ich jetzt hier irgendwie rauskriegen. Top left, top right, bottom left. Und das soll da jetzt sozusagen eine Unendlich-Gleichung werden. Ach du meine Güte. Ich freue mich über Mathe. Jedes Mal. Okay, oben links fangen wir an. Oben links ist, wie wir jetzt wissen, unten rechts plus... Ne, unten rechts plus oben rechts. So, also fangen wir an. Wir haben nur unten rechts. Unten rechts ist 6. 6 plus oben rechts. Das ist dieses komische, was heißt times? Times, ist das geteilt durch? Aber das wäre doch Blödsinn. Weil da müssten wir jetzt ja unten links. Rechts minus oben links. Sorry Leute, ich muss hier einen Cut machen. Also das ist jetzt hier wieder Mathematik irgendwie. Die geht nicht in mein zartes Köpfchen rein. Ich werde die Parts dann irgendwie zusammentüdeln. Das kriegen wir irgendwie auf die Reihe. Dann bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder da. Ich habe jetzt die Zahl rausgekriegt. Allerdings nicht, wie man das jetzt wirklich hinkriegt. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die Lösung. 6, 0, 0. 6. Die Tür hat sich geöffnet und dann weiter geht's. Das ist ein bisschen creepy hier. Eine Uhr hängt an der Wand. Was haben wir hier? Flaschen, die mit Antiseptikum und Bandagen sind da. Und Robbenbabys sind süß. Ich kann nicht so gut lispeln. Und noch mehr... Irgendwie irgendwas. Ich will nicht zu dem offensichtlichsten Regal gesehen, was wir beim Eintreten gesehen haben. Eye Drops. Augentropfen. Ha! Okay. Ich habe das Gefühl, wir kriegen gleich Gesellschaft. There's a small bottle on the shelf. Take. Ich hab Panik. Ah, what the fuck? Verpisst euch! Oh Mann, das war eigentlich nur ein Spaß mit der Gesellschaft gleich. muss mich das Spiel immer so wörtlich nehmen. Kommt, raus hier, raus hier. Ich will einfach nur noch aus diesem Haus raus. Ich will hier weg. Oh. Ich will hier nur noch weg. Warum ist denn das hier auf einmal alles so dunkel und rotig und blutig und... Mietzekatze, bist du wieder da? Aber wieso sagt die nichts mehr? Was habe ich denn jetzt überhaupt aufgesammelt? Die inorganischen Augen starren dich an. Okay. Die Puppe werden wir jetzt wahrscheinlich wieder zusammensetzen müssen. Combine with Body, dann haben wir die Puppe. Oh Leute, ich glaube, es geht ganz stark aufs Ende zu. Ganz stark. Okay. Oha.
Was haben wir hier? Reinklettern. Na super. In den ersten Raum, wo stockfinster ist, will sie nicht rein. Aber hier kann sie jetzt rumlaufen, oder was? Blut? Warum ist denn hier so viel Blut? Come to my room. Was ist das? Wieso verändern sich die Maps hier so komisch? Und die Schritte sind irgendwie creepy. Langer Gang, das heißt, uns wird gleich wieder irgendwas anspringen. Der Körper der schwarzen Katze. Was ist mit der Katze passiert? Die haben wir aber nicht umgebracht, oder? Wir können nicht nochmal speichern. Tür öffnen. Ach du Scheiße. Ein blutbeschmiertes Bett. Nee, also ein Kleiderständer, eigentlich nichts dran. Fitness, many weapons and irgendwas. Süße Outfits. Oha. The Desk. Ich will nicht dieses Tagebuch anquatschen. Ich habe Angst, dann kommt nämlich etwas ganz Böses. The mirror is fogged up and shows nothing. Der ist vernebelt, er zeigt nichts. Bücher über Magie. Ich will das Tagebuch nicht anfassen. Gottes Willen. Naja, auf geht's, Freunde, auf zum großen Finale. Hexentagebuch. Meine Krankheit war kurz davor, mich zu töten. So. Nein, nicht die Musik! Nein! Die kommt immer, wenn mich irgendwas verfolgt. Ich will das nicht. Ich nahm ihren Körper. Was? Ich nahm ihren Körper? Leute, ich krieg ja gerade eine scheiß Gänsehaut. Ich lebte in ihrem Körper? Das ist okay, richtig? Weil wir Freunde sind. Sie gab mir ihren Körper. Alter, Leute, ich muss die Musik wegmachen. Ich krieg hier gerade einen Rappel. Weil wir Freunde sind. So, heute sollten wir etwas mehr spielen. Richtig? Viola? Oh, scheiße, fuck. Fuck, fuck, fuck. Das heißt jetzt nicht wirklich das, was ich denke, dass es heißt. Nein. Oh, scheiße. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will verdammte Scheiße, ich will es nicht, nein. Will nicht, 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 verdammt nochmal, Scheiße. Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, was? Oh, ich weiß doch gar nicht, wo ich hier lang muss. Ah! Alter. Das Spiel ist so durch, Alter. Ich komme nicht mehr klar mit meiner kleinen heilen Welt. Ah! Gottes Willen, nochmal. Wo muss ich denn da langlaufen? Ich bin hier so total unsicher. Oh Gottes Willen. Renn doch mal, Mensch! Kind, renne! Ich weiß doch ja gar nicht, wo es lang geht. Ich hab doch Orientierungssinn wie eine Bockwurst. Ihr könnt mich doch hier nicht irren. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Vor allem, man sieht ja doch die roten Augen! Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, raus! Alter! Halleluja! Halleluja! Können wir jetzt nochmal rein? Die Tür ist absolut verschlossen. Okay. Was haben wir hier? Aufheben. Einen Brief bekommen. Read. Achso, den kennen wir schon. Dann den anderen. Read. Liebe Viola, es tut mir leid, dass ich dich gestern angeschrien habe. Es gibt eine alte Legende, die besagt, dass eine Hexe in dem Wald lebt und Kinder entführt, die nie wieder gesehen werden. Das Haus deiner Freundin ist sehr nah bei diesem Wald. So habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Der Name deiner Freundin ist Ellen, richtig?
Es stört mich nicht, wenn du in ihr Haus gehst, aber bleib von dem Wald weg. Ich hoffe, dich morgen zu sehen, Papa. Ach du Scheiße, Leute. Also wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe mit dem letzten Tagebucheintrag, spielen wir hier gerade die Hexe. Wir haben ja durch die... Oh Gott, Leute, das ist der größte Brainfuck ever. Ich habe hier eine tierische Gänsehaut. Das ist... Oh. Wir haben die ganze Zeit die Hexe gespielt. Das ging los. Wir sind ja hier genau aufgewacht. Und ich denke mal, und es wird ja in den Tagebüchern... Oh Gott, ich muss erst mal die Gedanken ordnen. In den Tagebüchern steht, wir haben die Hexe, die immer wieder sagt, die war krank, die Eltern haben sie nie geliebt, dann hat sie ihre eigenen Eltern umgebracht und jedes Kind oder jede junge Frau, die jetzt in diesem Haus ist, hat sie umgebracht. Dann kamen wir. Und wir haben sie irgendwie davor bewahrt oder haben sie von ihrer Krankheit gerettet, saved me from my illness. Irgendwie hat sie ja was gesagt. So. Und als Dank hat sie uns zu ihrer Freundin gemacht. Das heißt, dann haben wir jetzt hier, ich denke mal von dem Brief jetzt hier, haben wir Papi erzählt, hier, wir gehen jetzt spielen hier zu Ellen, der Hexe. Und die hat das eiskalt ausgenutzt und hat mit uns die Körper getauscht. Ja, und jetzt ergibt das auch Sinn mit dieser blöden Hecke. Warte mal, ist die noch da? Müsste jetzt eigentlich weg sein, oder? Die ist immer noch da. Habe ich was falsch gemacht? Aber jetzt, das ist ja noch nicht das, was ich erzählen wollte. Das heißt, als dann Viola in den Körper der Hexe gefahren ist, dieser leidenden Hexe, haben wir ja gesehen, die hatte keine Beine mehr, die hatte keine Augen, die konnte nicht sprechen. Das war alles irgendwie... Nur dann auf dem Boden so rumkriechen, um Gottes Willen. Und Leute, ich bin hier so geflasht von dem Scheiß gerade, ernsthaft. Und ich weiß nicht. So, und oh, kleinen Moment, ich krieg gerade einen Anruf, jetzt habe ich mich erschrocken. Wir hören uns gleich wieder.